Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Video heute unterwegs mit der Yamaha WR125R, wie ihr sie hier schön sehen könnt, ist vom Baujahr 2013, also nicht mehr die neueste, aber fährt sich trotzdem super. Ja, ich will euch kurz zeigen, wie das Ganze ausschaut, wenn man den Schlüssel umdreht. Laufen erstmal hier die Kontrollleuchten ab, dann einfach rechts starten, wie bei jedem anderen Bike auch. Ja, kurz zu mir. Mein Name ist Sven. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Könnt mir auch per E-Mail schreiben, wenn ihr meine E-Mails sehen könnt. Genau. Ansonsten, ja, ich bin 17 Jahre alt. Ich fahre die WR noch dieses Jahr. Bis Ende Juli in etwa. Dann mache ich meinen A2-Führerschein oder ich habe dann meinen A2-Führerschein, sagen wir so. Genau, und dann fahre ich was Größeres. Das wird dann eine KTM 1050 Adventure sein. Aber jetzt heute will ich euch kurz was zur WR erzählen. Und zwar, die WR hat 125 Kubik von der Motorgröße her. Wie ihr wahrscheinlich wisst, 15 PS. Das ist das Maximale, was man mit dem A1-Führerschein derzeit fahren darf. Genau, die WR lässt sich echt super leicht handeln. Ist die schönste 125er, die ich je gefahren bin eigentlich. Ich bin nämlich schon ein paar andere gefahren. Ich muss sagen, die hier lässt sich am coolsten fahren. Auch weil man mal über Schotterwege oder durch den Wald fahren kann. Das macht sie locker mit. Ist ja relativ hoch mit der Sitzhöhe von 91 mm. Und von daher für kleine Personen eher nicht so geeignet. Ich komme aber mit beiden Füßen sicher auf den Boden runter. Von daher ist es für mich perfekt. Ja. Zum Verbrauch, da hat der Tank eine Größe von, ich glaube, knapp über 9 Litern. Und man kommt mit diesem Tank ja so 200, 270 Kilometer weit. Es kommt immer darauf an, wie man natürlich fährt. Also, die ist relativ sparsam. Ja, ansonsten gibt es gar nicht so viel zu sagen. Von den Modellen her hat sich, glaube ich, bisher nicht so viel geändert. Ein Freund von mir hat das 2015er Modell, das bin ich gefahren, da merkt man eigentlich keinen Unterschied. Ja, von den Gängen her, man kann in der Stadt im sechsten Gang super fahren und ab 60 km/h sowas zieht sie dann auch wieder ordentlich. Hoch bis 80, 90 sowas und dann geht es etwas langsamer hoch bis zum Topspeed so 110, 120. Es kommt immer darauf an, wie auch der Wind ist. Wenn der Wind stark ist, dann hat man immer das Gefühl, man fährt ziemlich langsam. Ja, aber wenn wenig oder gar kein Wind ist, dann lässt sie sich echt ordentlich fahren. Ja. Genau, ich fahre jetzt nur kurz zur Arbeit. Ich arbeite in der Fahrschule. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne fragen, wie schon gesagt. Ja, ansonsten, egal zu was ihr Fragen habt, zum Motorrad, zu irgendwelchen anderen Maschinen, da haben wir auch noch eine Sachs 125 ZX. Falls ihr dazu Fragen habt oder mal ein Video haben wollt, sagt Bescheid. Genau. Ja, ansonsten war es das von meiner Seite aus zum ersten Video. Ich kann demnächst auch mal noch ein Video hochladen, wo man nur den Auspuffsound hört während der Fahrt, damit ihr da mal ein Gefühl für bekommt oder halt ja, das einfach mal hört, das Ganze. Genau, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.